Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Und ich frage euch, ob ihr im Moment oder vielleicht schon eine ganze Weile vor einer Entscheidung steht, unter Umständen vor einer großen Entscheidung, vor der ihr Angst habt und ihr wisst nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Wenn ich es mache, wie soll ich es machen? Und so weiter. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Claudia. Und Claudia ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Okay. Siehst du uns im Fernsehen oder hörst du uns im Radio? Ich höre euch im Radio. Achso, ich wollte gerade deine Ich sehe dich aber nicht, aber egal. Nein, ich wollte gerne deine fachkundige Meinung hören. Wir haben ein bisschen umdekoriert hier im Studio und mein schickes Hirschgeweih hängt jetzt. Ach so. So, da hängt es jetzt. Ach so. Ich wollte wissen, wie du es findest, aber egal, das geht da nicht. Sicher später, kannst du irgendwie. So, da kannst du. Genau, das kannst du machen. Also, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Genau. Erzähl. Also, ich habe jetzt aber mit dem Jungen Schluss. Ich bin mit dem 2 Jahre zusammen gewesen. Mit einem Jungen? Ja. Mhm. Und habe ihn 1 Jahr lang betrogen. Mhm. Ja. Nicht die schöne Art und Weise. Nee. Warum hast du ihn betrogen? Ich habe das nicht bekommen, was ich will. Die Befriedigung. Was wolltest du denn? Die Liebe habe ich bekommen von ihm. Mhm. Aber die Befriedigung, ich war schamel, den Spaß. Also den, sagen wir es klar, also den Sex. Genau. Du wolltest schmutzigen Sex. Genau. Den Sex habe ich von den anderen bekommen. Und es hat Spaß gemacht mit denen. Wie schmutzig musste denn dein Sex sein, den du haben wolltest? Ja, so das Aufregende, das Verbotene, das hat mir Spaß gemacht. Sag mal ein Beispiel, was war denn verboten für dich? Ja, dass ich das nicht darf. Hätte mal Freunden anderen Sex haben. Ach so, allein das, allein die Tatsache, dass... Ja, genau, das befriedigt mich. Das ist das. Ach so, allein, dass du da ein Verbot übertrittst, hat dich dann schon so in so eine gewisse Spannung versetzt. Genau, das ist das. 2 Jahre warst du mit ihm zusammen, ein Jahr bist du ihm fremdgegangen. Genau, aber nicht nur einmal. Nee, das ist es auch sagen. Davon bin ich... ja, das davon nicht bin, nur einmal. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Sag's doch mal gleich, wie viel mal bist du ihm fremdgegangen? Ja, nicht so oft, also 3-mal. Viermal, ungefähr so. Ich kann es nicht erzählen, 3-4 Mal. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Was? 20 Mal. Nein, das wäre ja gut. Oder 30 Mal gar. Nein, nein. So, jetzt bist du aber getrennt von diesem jungen Mann. Genau. So. Aber jetzt habe ich Angst, weil ich einen Fehler gemacht habe. Weil die Liebe kann mir kein Mann geben, die er mir gegeben hat. Ja, also es war eine große Liebe, eine tolle Herzensverbindung zwischen dir und ihm. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mache, entweder die Liebe. Oder weiter den betrügen anderen Männer, weil der kann mir das nicht geben, der ist nicht so gut im Bett, das ist die Wahrheit. Ja. Aber die Sendung heißt ja nur, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Ja, ich habe Angst vor der Entscheidung, welche Entscheidung ich haben will. Aber du hast dich doch schon getrennt von ihm, oder nicht? Ja, aber das ist so, ich liebe ihn noch. Soll ich zurückgehen? Ach so, das liegt noch in deinem Ermessen, zurückzugehen. Genau. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, könntest du zu ihm zurückgehen. Genau. Oder würde der sagen, hier, du alter Der weiß davon nichts, was ist das der hier? Der weiß es gar nicht. Wenn der wüsste, dass ich ein Luder bin, oh mein Gott. wieso habt ihr euch dann überhaupt getrennt? Hast du es getan? Ja. Weil du... Das ist doch gemein, was ich immer mache. Ich betrüge mit anderen Männern. Sag mal, wie ich dich gerade verstanden habe, hat dir der Sex so viel Spaß gemacht, weil es verboten war? Ja. Ne, mit den anderen Männern. Es lag gar nicht mal so an den Praktiken. Ja. Ja. Jetzt bist du ja frei und hast vermutlich auch Sex mit anderen Männern. Ja. Und jetzt ist es nicht mehr verboten. Macht es dir da auch immer noch so Spaß oder nicht mehr so? Ja, geht so, ehrlich gesagt, weil ich bin ein Mädchen, so ich brauche Aufregung und ohne diese Aufregung macht mir alles keinen Spaß. Aber du hast jetzt auch irgendwie mitgekriegt in der letzten Zeit, dass beides irgendwie nicht geht, ne? Genau. Die tolle Liebesbeziehung und die vertraute Ebene mit einem Freund, mit einem Partner. Genau. Und diesen Kick im Sex, weil es etwas Verbotenes ist, beides geht nicht. Ja, aber ich muss mich entscheiden jetzt langsam. Ich finde, das macht keinen Spaß mehr langsam. Das macht mir zwar Spaß, aber... Das tut mir auch weh. Mhm. Und ich muss mich jetzt entscheiden. Hast du richtig Sehnsucht nach diesem Freund? Ja, ich liebe ihn. Ja. Die Liebe, die der mir gegeben hat, kann mir kein Mann geben. Mhm. Aber der kann mir den Sex nicht geben. Was ist das hier? Ja, aber jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen nachhaken. Du sagst es immer so, der kann mir den Sex nicht geben. Ja.
Ist es vielleicht doch so, dass es im Bett mit ihm eher ein bisschen langweilig ist? Ja. Also liegt es doch ein bisschen an den Praktiken. Das ist das ja auch. Ja, okay. Der ist im Bett, ich sag mal so, ich sag ihm, mach mal bitte das, der macht das. Aber es macht mir trotzdem keinen Spaß. Also du hättest lieber, also wenn er jetzt, nehmen wir mal den Fall an, er wäre so eine Granate im Bett. Ja. Dann wäre es für dich einfacher, so ganz klar bei ihm zu bleiben und ihm nicht fremd zu gehen? Ja. Ja, doch. Das ist es. Dachte ich mir schon, dass es aus der Ecke kommt. Das ist kompliziert, irgendwie. Meine Freunde verstehen mich selber alle nicht. Ich meine, du bist verrückt. Also, ich bin ja eigentlich mittlerweile auch so weit, dass ich sage, so die Herzensverbindung zu einem Menschen, wenn man sich richtig toll versteht und dann, wenn man sich liebt, das ist wichtiger als der reißerische Sex mit jemandem. Ich würde mich eigentlich immer eher für den entscheiden, mit dem ich eine richtig gute Liebesbeziehung habe. Ja. Und vielleicht Abstriche machen, ich würde dann Abstriche machen in Sachen Sex, weil das wichtiger ist. Die Liebe als der Sex, finde ich. Aber ich brauche Sex. Ja, du kriegst ihn ja auch, aber du kannst du dir den ja nicht so ein bisschen erziehen? Ja, das ist doch langweilig. Ich meine, Frau sagt, mach mir das. Der muss ja, sich ja. selber du möchtest es, ja. Weiß er das eigentlich? Hast du ihm das so gesagt, dass du diesbezüglich so unzufrieden bist? Ich habe das denn gesagt. Und? Ja, der meinte, ja, du bist nicht gut, ich bin nicht gut. Der gibt mir die Schuld. Ach so. Obwohl, der ist derjenige, weil ich weiß doch, ich bin gut. Jeder sagt mir, ich bin gut im Bett. So. Das ist aber die Wahrheit jetzt. Also ist das Wort Luder, was du selbst gebraucht hast, ist schon angebracht, oder? Ja, genau. Ja. Ist was ja auch soll kein... ich jetzt machen, Domian? Hilf mir bitte. Geh zurück zu ihm. Oh, was ist mit Sex? Geh zurück zu ihm und versuche nochmal irgendwelche neuen Sachen auszudenken, dass du ihn vielleicht aus der Reserve lockst oder dass er von alleine aus der Reserve kommt. Ich weiß, ich rede jetzt ins Theoretische rein. Aber wenn du sagst, der ist so toll und das ist so eine Liebesgeschichte, die uns verbindet, finde ich, dass es nochmal eine Chance haben sollte. Überlegt euch irgendwelche Sachen, guckt euch zusammen Pornos an oder geht in einen Swingerclub oder ich weiß nicht, geht auf eine Sexparty, macht irgendwelche verrückten Sachen, vielleicht kriegt er dann so ein bisschen Feuer unter den Hintern. Ich weiß nicht, man kann natürlich niemanden umkrempeln von der... Ja. Aber ein Versuch wäre es wert, finde ich. Irgendwie habe ich das so gerade verstanden, dass du auch leidest darunter, dass er weg ist. Ja, das klar tut mir das weh. Ich liege jeden Abend allein im Bett, keiner ist bei mir. Ich brauche einen Freund. Aber du brauchst auch Sex, ich weiß. Genau, und auch wenn es zurückgeht, Moment, ich werde ihn wieder fremdgehen. Nee, das darfst du nicht machen. Also wenn du jetzt zurückgehst, ne? Ja. Also wenn du dich entscheidest, ich gehe zurück, dann musst du dir auch selbst vornehmen, ich gebe dieser ganzen Liebe jetzt nochmal eine Chance und ich bin jetzt ein halbes Jahr treu. Und in dem halben Jahr soll alles nochmal ausprobiert werden und aktiviert werden, was möglich ist. Wenn das nicht klappt, okay, dann müssen die Karten vielleicht nochmal neu gemischt werden. Also mein... Aber, ich habe noch vergessen zu sagen, ich bin ja fremdgegangen ein Jahr, ne? Ja? Ich bin jetzt mit dem Jungen zusammen. Du bist mit ihm zusammen, mit dem anderen? Ja, habe ich vergessen zu sagen. Ja, hast du vergessen zu sagen. Ja, und meinst du, das wird... Umso, ich den, ja, Entschuldigung, erzähl weiter. Umso schwieriger, ne? Ja, und ich glaube auch, jetzt macht es mir bestimmt keinen Spaß, mit denen zu schlafen. Ich hab jetzt den Kick nicht mehr. Mit dem Neuen jetzt, meinst du? Ja, mit dem ich, also wo ich mal Freund betrogen habe ein Jahr. Ja, ich verstehe. Also Claudia, also mein Tipp wäre, geh zurück. Lass das Herz entscheiden. Das Herz sagt ja, mach es. Mein Herz? Ja, geh zu ihm zurück. Macht Spaß. und versuche all die Sachen, die ich vorhin vorgeschlagen habe. Und vor allen Dingen diszipliniere dich und bleib ein halbes Jahr treu. Nimm dir das auf jeden Fall vor. Okay? Und du rufst mich nochmal an und erzählst mir, was du getan hast und wie es weitergegangen ist. Ich bin sehr gespannt. Okay? Weißt du, was ich glaube? Was passiert? Na? Ich bin schlimmer geworden. Ich glaube das. Okay. Ich versuche es zu mir. Danke. Also umso gespannter bin ich, du meldest dich nochmal bei mir. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt habe ich den Achim hier. Der Achim ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Achim. Ja, ich stehe vor einem ganz großen Problem und zwar, dass meine Mutter sehr schwer erkrankt ist an Krebs. Ja. Und schon die befallenen Organe von ihrem Sohn mit Metastasen befallen sind. Und dass ich ihr wohl Sterbehilfe verlassen muss. Ich habe es gar nicht ganz verstanden. Dass ich Sterbehilfe verlassen muss. Meine Mutter helfen soll. Sagt sie. Und das geht, wie bitte? Sagt sie, das wünscht sie das von dir? Ja, das hat sie mir signalisiert schon. Wie alt ist deine Mutter?
Meine Mutter ist 72. Mhm. 73 ist sie jetzt geworden. Aber liegt sie zu Hause oder in einem Krankenhaus? Ist jetzt zur Zeit zu Hause, aber da sie jetzt schon sagt, die Schmerzen so groß sind, mhm, dass sie schon sagt, dass sie freiwillig im Krankenhaus gehen will, weil sie nicht bald nicht mehr aushält. Mhm. Sie kriegt jetzt zwar immer Morphium-Tabletten, ja, aber das ist extrem. Ich habe mich heute, wo ich da war, so erschrocken, mhm, wie sie ausgesehen hat. Also man sieht, dass das ganz schlimm ist. Ja. Und was, dass sie halt so sagen, wir sollen das auf alle die Fass machen. Ne? Ja. Was für einen Krebs hat sie? Sie hat einen seltenen Krebs, so Bauchmuskelkrebs, mhm, Bauchmuskelgewebekrebs. Mhm. Und der ist noch nicht so erforscht und selten, wurde uns gesagt. Und aber die inneren Organe wie Leber, Nieren, Lunge und die Bauchspeicheldrüse ist mit Metastasen befallen. Ist befallen. Hat man denn schon alles Mögliche gemacht, was man machen kann? Also Chemotherapien, Bestrahlung? Das ist ja das, wo sie nicht rangehen können. Trauen sie sich nicht, weil sie durch eine normale Untersuchung, ja, mit Schmerzen in ein Krankenhaus kamen. Da, mhm, haben sie mit so einer Sonde, sind mit so einer Sonde im Bauch gegangen, mhm, und haben die ihn da zufällig entdeckt. Mhm. Und haben, weil, aber das, was die Ursache war, weswegen sie drin kamen, haben sie was weggeschnitten und aber den Darm verletzt bei ihr. Ja. Und das ist ein Loch. Und das ist noch nicht weggeheilt. Das ist seit September. Ist das. Und deshalb und kann man, gehen die Ärzte nicht ran. Achso, deshalb kann man auch keine Chemotherapie, nee, machen? Nee, nicht ran, weil sie dann die Entzündung und wird, was sie uns erzählt, ja, zu gefährlich ist. Besteht denn die Chance, dass das wieder zuwächst und man eventuell dann noch eine Chemotherapie machen kann? Ja, das ist, die wollten eigentlich operieren, den Darm, mhm, aber haben davon Abstand genommen. Mhm. Die haben gesagt, wir hoffen, dass der von alleine zuwächst und geht aber auch langsam. Was? Und haben immer gesagt, wir hoffen, dass sie keine Schmerzen bekommen, die Organe überfallen sind. Und das, ja, das ist eingetroffen jetzt. Hast du denn mal in jüngster Zeit mit einem Arzt geredet, der dir das, ja, richtig, ja, erklärt hat? Was sagt, ja, der Arzt, was man tun soll? Das, also die, man merkt, dass die von der überhaupt von der Operation abziehen wollen. Die wollen können nicht. Aber die haben doch sicher irgendetwas vor. Sagen die, wir müssen jetzt noch 4, 5, 6 Wochen warten und dann können wir eine Chemotherapie machen? Oder was planen die denn? Was sie gesagt haben, wenn sie reinkommt, die Chemotherapie mit Tablettenform. Mhm. Weil ich bin selber krebskrank schwer. Mhm. Ich habe den schwarzen Hautkrebs. Mhm. Und mir wurde gesagt, dass die Heilungschancen, ich nicht habe, die können die nur verlangsamen, dass es nicht so schnell geht. Mhm. Wie ist die Krankheit? Mein Gott, dann bist du ja selbst, ja, ja, ebenso betroffen. Ja, ja, klar. Bei der Lebenserwartung muss ich runterschrauben. Ja. Und wo ich im Krankenhaus eine Erfahrung gemacht habe, hat einer gebrüllt, wie verrückt, ich denke, was ist mit dem los? Mhm. Und da erkundige mich, da hat der dieselbe Krankheit wie ich im Stadion. Mhm. Also wie gesagt, das geht in die Knochen rein. Mhm. Und das ist dann so mit Schmerzen und den haben sie mit Morphium so vollgepumpt, dass der praktisch bewusstlos war. Denn. Du bist aber im Moment noch in einer stabilen Situation. Ja, ja, ja. Und es geht jetzt, ich wiederhole das nochmal, es geht jetzt darum, um die Frage, ob du aktive Sterbehilfe, ja, leistest, ja, ja, um deiner Mutter zu helfen oder sie zu erlösen. Ja, richtig. Du musst das ja ist gleich der Punkt, weil ich meine Mutter, ja, ihr sagt, wo ich das Erlebnis da hatte, mhm, ihr drum gebeten haben, wenn mir das passiert, mhm, dass ich meine Mutter mir versprechen musste, mhm, dass sie mir hilft zu sterben. Mhm. Und das hat sie also, mich jetzt erinnert. Das ist natürlich ein ganz großes Thema und ein ganz kompliziertes, ja, Thema. Und vor allen Dingen ist es insofern ein sehr kompliziertes Thema, weil es in Deutschland ja untersagt ist, aktive Sterbehilfe zu leisten. Das heißt, du machst dich ja strafbar, wenn du es tust. Richtig. Ich aber auch durchaus Verständnis dafür haben, mhm, kann, wenn jemand das äußert. Ich würde es auch äußern übrigens. Ja. Es ist natürlich sehr schwierig, ist jemanden zu beraten, was er zu tun hat. Vor allen Dingen finde ich immer, dass man kann ja keinen Krankheitsverlauf mit dem anderen vergleichen. Das muss, finde ich, immer ganz wichtig. Ja, richtig. Ich finde, erstmal muss ja geklärt sein, ob alles Menschenmögliche getan wurde, ja, oder noch getan, Fall, werden kann. Auf jeden Fall. Ne? Also solange eine Hauchhoffnung von Heilung ist, auf keinen Fall mitmachen, darf man das nicht tun. Nein. Und der Fall, wie du jetzt den Fall geschildert hast, ja, das ist jetzt noch ein bisschen grob geschildert, ja, aber würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sie noch weiter in die Obhut der Ärzte geben sollte, ja, und noch weiter das versuchen sollte, was die Ärzte doch vielleicht planen zu machen. Mir ist ja auch so, dass ich habe noch eine Schwester, weißt du, und da, wenn man die Ärzte, die sagen mir uns mehr als eigentlich meine Mutter, weil, mhm, sie psychisch, mhm, fertig ist. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja, ich genauso. Die Diagnose, das war ja für mich ein Todesurteil, ja. Ja, 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 ja. Und das ist, und dass man immer auch von der Hausärztin, die sehr gut bekannt ist, zur Schule sind wir zusammengegangen, halt, ja, mhm, dass die sagt, dass das sehr böse aussieht, also dass, mhm, da keine Chance mehr so ist. Weil sie ja den, weißt du, was sie kriegt, so, das sind die Unterlagen, mhm, da liest sie sehr viel raus. Mhm. Ja, also das ist ja die Angst, die gerade, dass das auf mir jetzt drauf zukommen soll. Weil sie meine Schwester das nie sagen würde. Mhm. Weißt du, Achim, ich glaube ja auch, ich weiß es ja auch, und wir viele wissen das, dass, mhm, dass in den Krankenhäusern es ja auch gang und gäbe ist, mhm, dass wenn jemand wirklich
absolut am Ende ist und ja. unheilbar ist, dass man natürlich durch eine etwas, vielleicht eine etwas stärkere mhm. Medikamentendosis, dass man den Menschen hilft. Ja, ja. Vielleicht, bevor du jetzt etwas tust, was, mhm. was für dich und dein Leben auch von größter Kompliziertheit sein mhm. könnte, warte doch erstmal ab, wie die weiteren Therapiefolgen also, sind. Fall. Ne? Das mache ich auf jeden Fall. So, und dann besprich, wenn es ein Arzt deines Vertrauens ist, kannst du dieses Thema ja auch wirklich dann unter vier Augen quasi mit mhm. dem Arzt mal mhm. besprechen, wie man sich verhält und wie weit man was machen kann. Das ist ja auch so, weil das ist furchtbar auch für die Angehörigen, das, weil ich ja so viel gesehen habe. Ja, ja. Furchtbar ja. ist für die zu sehen, wie die Menschen hin sich reagieren. Ja, ja, ja. Und das, wo andere Länder, da geht man eine Sterbe, wo der selber auslösen kann, so ja, mhm. sowas, wie so eine Spritze. Eigentlich mal Gesäße bricht, ja? Ja, ja. Dass die Kraft nachher drückt drauf und dann entscheidet der Mensch das selber. Ja. Und das hier überhaupt nicht möglich ist. Und mhm. grausam ist, weil das ja elendig zugrunde geht. Mhm. Ich bedauere das auch und kritisiere es auch und finde, dass die gesetzliche Regelung in Holland viel, viel befriedigender ist. Aber nur haben wir es so, wie es bei uns ist. Ja, ja. Auf den konkreten Fall zurückzukommen von deiner mhm. Mutter. Ja. Gib sie noch weiter in die therapeutischen Hände der Ärzte. Ja. Es geht weiterhin, wird alle, ja. Auch die ruft die an, wir rufen auch an, mhm. schildern, dass die Mutter Schmerzen hat mhm. und so. Mit der Krankenhäuser, wenn das extremer wird, dann drin. Und sie hat ja mhm. selber schon gesagt, wenn das weiter so geht mit den Schmerzen, mhm. dann bist du freiwillig drin. Mhm. Obwohl sie froh, dass sie mal rauskam. Ja? Weißt du, und vielleicht abschließend zu sagen, dass man über diesen Schritt, den du anfänglich genannt hast, mhm. Den muss man natürlich dann mit sich selbst ausmachen. Ja. Ganz allein. Das ist doch so, ich bin ehrlich jetzt, also ich so meine Mutter so liebe, mhm. ja, und ihr, diese Qual, ihr, das, mhm. ihr, wenn sie das konkret noch zu mir sagt, mhm. ich, das machen wir das. Mhm. Ja. Ja, auch, aber. So, aber wir wollen nicht, jetzt. Aber es ist nicht einfach. Ach, absolut nicht. Wir ja. wollen jetzt erstmal hoffen, wenn sie ins Krankenhaus kommt, dass es vielleicht doch, es gibt manchmal so schlimme ja. Krankheitsverläufe, ja. auch bei Krebspatienten, wo man denkt, es geht nicht mehr, es klappt mhm. nicht mehr. Und dann gibt es dennoch eine Kehrtwende und die Leute mhm. werden wieder gesund und berappeln mhm. sich wieder. Das würde ich dir und deiner Mutter wirklich von ganzem Herzen wünschen. Vor ja. allen Dingen natürlich auch dir, da du selbst schwer erkrankt bist. Mhm. Weißt du, Domian, bei dir ist auch so, warum ich dich eigentlich anrufe, weil du sehr optimistisch bist. Und wenn du jemandem Rat gibst, mhm. das ist so überzeugend, der lügt dich, der sagt jetzt so wie das. Ja, und da ist das, wenn ich jemanden anrufe, weißt du, der sagt es dir. Weißt du, wer das kommt? Weil ich hier schon von so vielen Leuten gehört habe, die mhm. hoffnungslos krank waren und in einer hoffnungslosen Situation waren, die aber so optimistisch waren. Das war gestern ein Brief, den du hier gelesen hast. Zum Beispiel, ja, ganz das genau. Das hat mir sehr imponiert, ja. Ja, und das imponiert mir auch immer sehr. Und mhm. Ich finde, das nehme ich mir als Beispiel, diese Lebenshaltung, dass man, ich neige auch eher dazu, vielleicht dann so ein bisschen ins schwarze Loch zu fallen und aufzugeben. Nein, bis zu allerletzt kämpfen und das allerletzte ja, ja. rausholen, weil man hat ja gar nichts zu verlieren, man hat nur zu gewinnen. Ja, bloß ist eben so, wie man da, Mutter, dieses Fliehende, weil sie das jetzt schon so auf mir mhm. signalisiert, ist das so, weil ich ja ihr auch gesagt habe, versprich mir das, mhm. dass du mir dann hilfst, mhm. ja, das jetzt auf mir zukommt. Ja. Und ich weiß, dass meine Mutter das gemacht hätte. Die würde mir helfen. Jetzt bringen Sie, wenn es nötig ist, ins Krankenhaus. Das ist verständlich. Ja, das mach. Und dann wollen wir alle hoffen, dass das vielleicht doch von der Medizin ja. aus etwas passiert. Das wäre eigentlich für auch viele Familien eine Entlastung, wenn so eine Möglichkeit wäre, ja. Absolut. Weil das ist ja für mich eine furchtbare Belastung, ja. dass so jetzt diese Entscheidung kommt. Ja. Achim, du grüßt ganz. Obwohl ich mich strafbar mache, ja. Ja, ja. Aber ich würde ja. meiner Mutter das so lieber, glaube ich, würde ich machen. Ja. Weiß zwar noch nicht wie, aber da wirkt mich, aber ist grausam, ist das aber. Ich danke daran. Ja, ja. Das ist grausam. Grüße deine Mutter herzlich von ja, mir. Ja, aber ich danke dir. Und ich wünsche dir auch alles Gute. Und schöne Grüße auch an dein Team. Dankeschön, Achim. Ganz große Klasse. Danke sehr, auf Wiedersehen. Weiter so. Ja, danke, tschüss. Jo, tschüssi. Unser Thema heute Nacht heißt, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Eigentlich, glaube ich, hat jeder von uns schon mal vor einer Situation gestanden. Ach, und immer wieder steht man ja vor solchen Situationen. Aber es gibt natürlich größere und kleinere, aber vor einer großen Situation gestanden und wusste nicht, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich? Tue ich das? Tue ich jenes? Wenn ich es mache, wie mache ich es? Also vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Wenn ihr in einer solchen Lage seid im Moment, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Hardy ist hier und Hardy ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, seit einer Stunde bin ich 34 Jahre alt. Seit einer Stunde erst? Ja, seit einer Stunde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Ein ganz frisches Geburtstagskind, das ist ja schön. Jawohl. Hardy, welche Entscheidung ist es? Erzähl.
Ja, also ich will nächstes Jahr so im März in den Irak gehen. Und das eigentlich dann für immer. In den Irak? Ja. Nicht in den Iran, in den Irak? Irak, ja genau. Nächstes Jahr im März, warum? Ja, also mein Vater, der kommt aus dem Irak oder kam aus dem Irak, der ist leider letztes Jahr gestorben. Mhm. Und ich habe auch sehr viel Familie da unten. Mhm. Meine Freundin ist da unten. Die Freundin ist auch da? Ja. Mhm. Das heißt, du besuchst auch oft den Irak? Ich eigentlich jetzt erst seit letztem Jahr wieder. Ja, und da hast du dann gleich eine Frau kennengelernt und eine Freundin? Ja, genau. Und ja, halt auch die Familie, ne? Also ich habe da vier Tanten und einen Onkel, mhm, und dementsprechend haben die auch wieder Kinder, also Cousins, mhm, Cousinen, und ja, und ich war halt so also letztes Jahr da, ich war jetzt vor 3 Monaten da, mhm, war so 4 Wochen auch da, und jetzt ist natürlich, das Problem ist natürlich die politische Seite. Absolut, ne? Absolut. Und wenn ich die Fernsehnachrichten jeden Tag sehe, wird mir Angst und Bange. Und ich traue dem amerikanischen Präsidenten und der amerikanischen Politik überhaupt nicht über den Weg. Nee, das ist auch eigentlich total grausam für mich. Weil UNO hin, UNO her, ich bin fast sicher, dass die irgendeinen Grund finden werden, um den Irak anzugreifen. Ja, also das hat man jetzt auch in den letzten Tagen gesehen. Diese Sticheleien, die dann auch von Amerika mal wieder kamen. Mm, ne? Mm. Obwohl die 7 Tage jetzt da Zeit waren, eigentlich schon sich da zu entscheiden, ob rein ist oder nicht. Und dann kam also immer wieder diese Fernsehansprache. Ja. Und dann sagte, und ein kleiner Fehler. Und, ja. Wo wohnen denn deine Verwandten und deine Freunde? Ja, also ein Teil in Bagdad selber direkt, in der Hauptstadt, und der Rest im Norden mehr in Kirkuk. Das heißt, du stehst jetzt wirklich vor einer existenziellen Entscheidung. Ja. Wenn du nächstes Jahr in den Irak gehst, läufst du Gefahr, in die Kriegsturbulenzen eventuell zu kommen, und läufst auch Gefahr, dass du dein Leben verlierst. So muss man es klar sagen. Natürlich auch irgendwo eine Zeitspanne, wo ich halt sage, okay, wenn jetzt da jetzt der Krieg anfängt im Februar oder dann gehe ich natürlich im März nicht runter. Mhm. Das ist klar. Mhm. Aber ich habe jetzt also meine Wohnung gekündigt, ich habe einen Nachmieter, ich habe den größten Teil meiner Sachen schon verkauft. Ja, also alles eingefädelt. Du bist genau in Deutschland aber geboren, ne? Geboren bin ich in der Türkei. Ach so. Ja, so Multikulti. Aber lebst, man hört das ja gar nicht, dass du irgendwie, du lebst ganz lange hier. Ich bin komplett hier aufgewachsen. Komplett aufgewachsen. Auch nur auf einer Reise von meinen Eltern, die sind also, haben auch damals den Irak besucht. Mhm. Und auf der Reise bin ich halt geboren. Meinst du denn überhaupt, wenn du so sozialisiert bist, sage ich jetzt mal in Deutschland, und mit unserer Kultur ja auch, meinst du denn überhaupt, abgesehen von der Frage des Krieges und der Gefahr, dass du dich da so ganz normal einleben kannst und dass du da glücklich wirst? Also es ist wirklich genial und wirklich total schön, da unten zu leben. Mhm. Das ist zwar... Aber es ist ein anderes Gesellschaftssystem, es sind andere Werte, es ist eine Diktatur, das wollen wir ja nicht schönreden. Auch wenn man gegen die Amerikaner ist, darf man nicht vergessen, dass es eine grausame Diktatur ist. Das ist auch keine Frage, empfinde das so, auch, weil ich das auch da erlebt habe und auch gemerkt habe. Es sind so zwei verschiedene Welten. Mhm. Das ist einmal die Bevölkerung, die lebt ihr Leben. Ja, ja. Und einmal die Politik. Problem halt, die sie haben, natürlich, ne? Finanziell, dann auf die medizinische Seite. Ja, das ganze Leben ist ja nur sehr viel beschwerlicher, würde für dich auch sehr viel beschwerlicher als hier in Deutschland. Wenn man da unten ist und wenn man sieht, was wir hier für Probleme haben oder was ich hier für Probleme habe, wo wir am Jammern sind, ja, die machen aus allem, was sie haben, machen sie das Beste und die jammern nicht. Das ganze Leben ist, also die Motivation von denen ist so genial alles. Ne? Okay, das überzeugt mich. Das kann ich gut verstehen, dass du sagst, okay. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt auch für mich klar, es ist einfach zu sagen, okay, ich gehe da runter, nur es dann auch zu machen. Ne? Das ist dann auch diese Entscheidung. Jetzt, ja. Ich habe auch hier, meine Mutter lebt hier und ich bin nur so mehr oder weniger Nesthäkchen und Lieblingskind das ist für mich auch eine ganz schwere Sache, ne? Also dann auch, was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, sie sagt, ich bin verrückt. Und deine Freunde? Du hast ja wahrscheinlich sehr viele Freunde, ja, die... Ja, die im ersten Moment haben ja so alle gesagt, ja, klar, du gehst, und wollten es halt nicht glauben, so, ne? Haben gedacht, ja, okay, der war jetzt halt da unten im Urlaub und jetzt... Aber halten dich auch alle für verrückt? Ja, wenn ich mich da mit denen unterhalte und denen sage so und so und so, und dann sagen die, ja, okay, dann mach's halt. Ne? Was hast du denn eigentlich vor, doch zu machen, beruflich? Also ich arbeite ja hier bei FedEx. Und was ist das? Das ist ein Kurierdienst. Mhm. Und wir machen ja, also FedEx macht nur internationale Fracht. Das heißt, ich habe ja auch in ziemlich vielen Firmen
die ich beliefer und wo ich Pakete abhole. Und habe da auch schon diese Kontakte halt auch und will auch eventuell dann da in dem Sinne was weitermachen. Aha, also du hast aber noch keine feste Zusage, aber du denkst, dass du das irgendwie so hinkriegst. So ein Import-Export ist da auch eine gute Sache, weil auch Sachen aus gerade aus Deutschland und so weiter, ne, die werden da auch gebraucht und die Nachfrage ist groß. Gut, dennoch muss man auch noch mal festhalten, dass das Leben wahrscheinlich schon beschwerlich wird. Ne? Viele alltagsorganisatorische Dinge bis hin zur medizinischen Versorgung. Aber das ist ja alles nebensächlich, wenn man sich vor Augen hält, was dir da droht. Ich sage jetzt ganz klar, ich würde an deiner Stelle, auch wenn ich mich in dich hineinversetze und Freundinnen und Verwandte, aber die Mutter ist wiederum auch hier, in Anbetracht des anstehenden Krieges diese ganzen Pläne erstmal stoppen. Weiß ich nicht, geht nicht. Das ist halt, dass dieses, was alles jetzt in die Wege geleitet ist. Klar, ich kann natürlich, wenn jetzt Krieg ist, oder wenn der Krieg wirklich ausbrechen sollte, dann kann ich das natürlich immer noch stoppen. Das ist keine Frage. Also, aber solange das nicht das nicht völlig klar ist, bist du eigentlich noch bereit zu sagen, okay, ich gehe? Ja. Also das auf jeden Fall. Also ich werde gebremster. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine sehr emotionale Sache auch. Und wenn du deine Freundin da unten hast, ist das natürlich noch gravierender. Ich vermute auch, dass das der Hauptgrund ist, ne, dass du da runter bist. Nee, eigentlich nicht, weil also es war auch so geplant, dass ich nächstes Jahr wieder auch runterfahre zum Urlaub hin und dann sollte auch geheiratet werden. Ja gut, das ist aber schon eine enge Verbindung dann. Ne? Ja, also wir telefonieren auch jede Woche und das ist auch für mich auch total grausam, jetzt die Nachrichten auf der einen Seite zu sehen, dass eventuell ein Krieg beginnt und auf der anderen Seite dann zu wissen, Familie ist da unten und Freundin ist da unten. Ne? Das ist also auch eine super starke Belastung. Verstehe. Die Freundin kannst du nicht herholen? Doch, natürlich. Das könntest du. Wenn ich verheiratet bin, könnte die auch mit dir hin. Also, ich würde nicht in ein Land gehen, wo es droht, wirklich sehr turbulent zu werden, weil ein Krieg ansteht. Und wenn du die Möglichkeit hättest, deine Freundin zu holen, vorher vielleicht noch, hol sie vorher. Meine Meinung. Ja. Hardy. Mutige Sache. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. So tschüss. Okay, ciao. Vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Das denkt auch Melanie. Und Melanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Melanie, was ist es denn bei dir? Ja, ich war heute Morgen beim Arzt, beziehungsweise mittlerweile gestern Morgen, und ich habe erfahren, ich bin in der 5. Woche schwanger. Da ich meine Mutter mich rausgeschmissen hatte, habe ich sie angerufen, habe ihr Bescheid gesagt und sie stellt mich jetzt vor die Wahl, entweder das Kind oder sie. Wo lebst du denn im Moment? Ich wohne bei meinem Verlobten. Das heißt, es gibt eine intakte Beziehung? Ja. Ja. Das war natürlich dann kein Wunschkind, sondern das war wahrscheinlich ein Ausrutscher. Nein, das war schon ein Wunschkind. Es war Wunschkind? Ja. Wie alt ist der Verlobte? 33. 33? Ja. Warum ein Wunschkind, wenn du bist doch in einer sehr, sehr wackeligen Lebenssituation im Moment? Weil ich damals hätte ich ein Kind bekommen von meinem Ex-Freund, das wäre jetzt 1,5 Jahre. Und er hatte mich verprügelt und ich habe im 6. Monat das Kind verloren. Und für mich war klar, ich möchte unbedingt ein Kind haben. Nur es war halt nicht zu dem Zeitpunkt geplant, aber jetzt, wo es passiert ist, ich freue mich riesig drauf. Wo ich ihm heute Morgen erzählt habe und gesagt habe, wo ich vom Arzt kam, hör mal, du wirst Papa. Er hat angefangen zu weinen, so hat er sich gefreut. Und meine Mutter will das jetzt so gesehen kaputt machen. Also, jetzt kann ich auch deinen Kinderwunsch eher verstehen, nach dem, was du mitgemacht hast, dass du gerne dann doch relativ schnell wieder ein Kind haben wolltest, auch wenn du jetzt noch so jung bist. Jetzt sagt deine Mutter zu dir, lass es wegmachen oder du bist nicht mehr meine Tochter. Habe ich das jetzt überspitzt ausgedrückt oder ist es irgendwie so? So ist es. Das ist ja eigentlich entsetzlich. Ja. Du bist zwar noch jung, aber du bist immerhin erwachsene Frau, junge Frau, ganz junge Frau. Du hast eine intakte Beziehung, ne? So habe ich es verstanden, dass ihr euch sehr gerne habt. Ja. Und die Mutter sagt, treibe ab. Ja. Wie war dein Verhältnis früher zu deiner Mutter? Offensichtlich auch nicht so doll, wenn sie dich rausgeschmissen hat. Nee, es war anfangs alles super und
auf einmal fing es immer mehr an zu knistern. Wie alt warst du da, als es angefangen hat zu knistern? 10 oder 11. Da hat meine Mutter sich von meinem Vater getrennt und neu geheiratet. Da fing es dann an. Und dann, wo ich dann von einem halben Jahr, ich kenne meinen Verlobten, kannte ich 2 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ja. Über Internet, da sagten sie schon, komm, du triffst dich nicht mit dem, der ist zu alt und alles. Und ich habe mir nur gedacht, scheiß drauf, ich habe es trotzdem gemacht, anfangs heimlich. Und dann fingen die Diskussionen an, der ist 15 Jahre älter, wie kannst du nur, das geht nie im Leben gut. Ja, nur wir sind mittlerweile ein halbes Jahr auch im richtigen Leben zusammen. Und es klappt auch im Alltag, in der Wohnung mit allem drum und dran. Ja, das läuft alles super. Und dann ist das so eskaliert in der Familie mit deiner Mutter, dass sie gesagt hat, hier verlass unsere Wohnung? Ja, weil sie mit dem Altersunterschied nicht klar kam. Also es war schon dein Freund war schon der Grund, weswegen du raus musstest. Ja. Hat sie dich wirklich so ganz klar rausgeschmissen oder hast du auch irgendwie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe? Nee, wir wollten zusammenziehen und haben dann mit meiner Mutter drüber geredet. Und ich bin jetzt am 13. dann 18 geworden. Ja. Haben wir gesagt, dann gucken wir, dass ich Mitte November, Ende November hier hinziehe. So, dann sagte sie auch, ist okay. Vor 2 Monaten habe ich dann angefangen zu packen, damit ich das geschafft kriege. Und sagte dann, weil ich übers Wochenende hier war, ich nehme die ersten Kartons mit, damit ich mit den Kartons wieder Platz ab. Und dann kam dann nur der Spruch von ihr, sobald der erste Karton hier raus ist, kannst du bleiben, wo du hinfährst und die Kartons sind in einer Woche raus. So, Melanie, ich habe jetzt genug von deiner Mutter gehört. Es langt mir eigentlich, sage ich jetzt mal. Ich finde es unglaublich, dass die Frau dir so in dein Leben reinfunkt. Und ich meine, gut, das ist ein großer Altersunterschied. Aber egal, wenn ihr euch gern habt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt das Kind zusammen habt und haben wollt, darf sie da gar nichts unternehmen und sie darf dir auch keinen Druck machen. Und lass dich bloß nicht unter Druck setzen. Nein, und für uns steht auch fest, wir wollen das Kind. Ja, also ich finde, diese Entscheidung sollte dich gar nicht ängstigen, sondern die ist eigentlich auch schon gefallen, ne? Nämlich für das Kind. Es ist nur so bedauerlich und entsetzlich, dass Eltern sich so verhalten gegenüber ihren Kindern, ihren Töchtern. Anstatt zu sagen, sich jetzt zu freuen, okay, ich helfe mit, wenn du eine Hilfe brauchst, Melanie, ich bin da als Oma. Ne? Das wäre ein schöner Charakterzug. Das wäre toll, wenn sie das machen würde. Aber tut's dir denn, ich meine, du wirst wahrscheinlich schon viele negative Gefühle haben gegen deine Mutter, aber tut's dir dennoch sehr weh, die Vorstellung, sie jetzt ganz zu verlieren oder erstmal für eine lange Zeit? Ja. Weil wo sie mich dann rausgeschmissen hat, die ersten 2 Monate hatten wir auch fast 2 Monate keinen Kontakt mehr. Dann hat sich das einigermaßen eingerenkt, dann habe ich das erfahren, dann habe ich gedacht, komm, dann kann das Argument nicht mehr kommen, wie damals, so von wegen zusammenziehen und heiraten die Rede war, sie will es nicht von uns erfahren, habe ich mir gedacht, komm, dann rufst du sie an. Und dann kamen direkt wieder solche Sprüche. Also Melanie, ich finde deine oder eure letztendliche Entscheidung, die schon gefallen ist, absolut richtig. Haltet zusammen, steht zu dem Kind, freut euch auf euer Kind und seid glücklich, dass ihr beiden euch habt. Und dann ist die Mama erstmal in weite Ferne gerückt und vielleicht besinnt die Dame sich ja mal und guckt sich dann ihr Enkelkind doch mal an in ein paar Jahren, was ja zu wünschen wäre. Ja. Also dir, deiner jungen Familie, deinem Freund, deinem Mann, zukünftigen Mann, alles Gute. Ja. Tschüss, Melanie. Ja. Ciao. Tschüss. Friedel, 55 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Warum du, Jan? Eine Frau. Eine Frau, ja. Friedel. Ja. Vor welcher Entscheidung stehst du, die dir sehr schwer fällt? Ich habe vor einer Entscheidung gestanden. Du hast, erzähl. Und zwar habe ich vor der Entscheidung gestanden, mein Bein amputieren zu lassen. Oh. Den Unterschenkel. Oh. Und das habe ich jetzt am 8. August hinter mir gebracht. Oh, ganz neu, ist ganz, ganz, ganz frisch alles noch. Ja, ist alles ganz frisch. Warum musste dieser Unterschenkel amputiert werden? Ja, das war eigentlich ein Albtraum. Der ist angefangen 1998. Da hatte ich eine Bypass-Operation und im Bein. Ich hatte Durchblutungsstörungen im Bein und hatte ich eine Bypass-Operation. Ja. Und die ist
eigentlich daneben gegangen. Das heißt, der Bypass, der ist wieder zugegangen. Und da sind noch andere Schädigungen denn noch durch die OP gewesen. Unter anderem habe ich dann ein offenes Bein gehabt. Als Folge von der Operation? Als Folge von der Operation. Da ist eine OP-Narbe also aufgegangen. Also ein OP-Fusch letztendlich, ne? Ja, ja. Eigentlich schon, ja. Und ich habe eigentlich alles probiert. Also das ist immer größer geworden. Ich bin beim Heilpraktiker gewesen. Ja, und dann bin ich bei, gewesen, zum Handauflegen bin ich gewesen. Ich bin eigentlich überall gewesen und es hat alles nichts gebracht. Also in der Verzweiflung geht man dann überall hin, ne? Und ja, also ich war total verzweifelt. Ja, und der behandelnde Arzt, der das eigentlich verfuscht hat, wie hat der sich dazu gestellt? Als der, der hat sich gar nicht dazu gestellt. Der hat sich da überhaupt nicht zugestellt. Das war im Krankenhaus und ich bin da auch nicht wieder hingegangen ins Krankenhaus. Du hast die auch nie angezeigt, oder? Nein. Also es bringt ja auch nichts. Man muss ja einige Sachen unterschreiben, unter anderem ja auch, dass sie Nerven verletzen können und so weiter. Und Wie lange hast du dich mit diesem dann verletzten offenen Bein herumgeschlagen nach der Operation? 4 Jahre. 4 Jahre lang? 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre Krankenhaus, Ärzte, Heilpraktiker, Schmerzen über Schmerzen. Ich habe jede Nacht hier gesessen und habe geweint. Ich habe mir deine Sendung immer angesehen und und dazwischen habe ich immer noch geweint. Also es war ein Albtraum. Es war wirklich ein Albtraum. 4 Jahre. Und dann hat dir irgendjemand gesagt, also es gibt nur die einzige Möglichkeit, den Unterschenkel zu amputieren. Ja. Wer hat dir das gesagt? Ein Arzt? Im Februar dieses Jahres ist mir das also so batsch vom Kopf gesagt worden. Da bin ich im Krankenhaus gewesen, weil das auch alles wieder entzündet gewesen war. Ja. Und da hat er gesagt, das bringt nichts, das bringt nichts, das muss amputiert werden. Ich sage, nein, um Gottes Willen nicht, nein. Hätte die Gefahr bestanden, wenn du es nicht gemacht hättest, dass sich die Entzündung irgendwie nach oben noch verlagern, in den Oberschenkel, dass der auch noch mit in Mitleidenschaft gezogen wird? Ja, die Gefahr war da, denn hätte man amputieren müssen, also oberhalb des Knies. Und so bin ich unterhalb des Knies amputiert worden. So. Also es ist natürlich für die Prothesenbehandlung ist es natürlich jetzt besser. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass einen das absolut umhaut, wenn man das denn gesagt bekommt. Ne? Ja, es hat mich vollkommen umgehauen. Wie lange bist du dann mit diesem Gedanken in dir herumgegangen, bis du entschieden hast, okay, ich mache es? Oh, ich habe dann noch einiges probiert. Ich bin dann noch beim plastischen Chirurgen gewesen und der hat mir dann auch gesagt, also man könnte ja eventuell noch was nehmen, Muskelfleisch nehmen und das dann anschließen an eine Arterie. Aber sagt er, sie haben ja nur noch eine Arterie und dann würde der Fuß dann nicht mehr durchblutet werden. Also war dessen Rat eigentlich auch, es machen zu lassen? Ja, eigentlich schon, ja. Und das war ausschlaggebend dann für dich? Dass ja, das war dann ausschlaggebend. Das war dann das allerletzte, was ich probiert habe. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, also zum Krankenhaus gegangen und habe gesagt, also ich brauche einen Termin, ich kann nicht mehr. Ja. Also das Thema unserer Sendung heißt ja, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Das waren wahrscheinlich Höllenängste, bis du gesagt hast, ja, ich lasse es machen. Bis ich das gesagt habe, ja. Bis ich die Entscheidung getroffen habe. Ja. Ja, genau. Dann hat man diese Entscheidung getroffen. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann unter das Messer kamst? Das ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, das waren 14 Tage. So, und dann wacht man aus der Narkose auf. Und guckt da, ich stelle mir vor, dann guckt man da irgendwie, hebt die Bettdecke hoch und guckt, und es ist weg. Was geht denn einem vor? Ich habe Angst vor gehabt. Ich habe solche Angst. Ich habe gedacht, mein Gott, nochmal, wenn du da hinguckst denn nachher und du fällst so total ins Loch rein. Es war nicht so. Das war ganz normal. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, so meine alte Energie, die kam zurück. Ich habe so richtig, oh Gott, Gott sei Dank. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Es war wirklich, also aber es war sind das nicht irre Schmerzen, die man am Anfang aushalten muss, nach so einer Operation, wenn das abgesägt worden ist, wenn der Unterschenkel, das wird ja regelrecht abgesägt. Sind das nicht Schmerzen, die man hinterher hat? Große? Nein, es waren, also die Schmerzen waren lange nicht so schlimm, wie die Schmerzen, die ich vorher hatte. Dann kann man ermessen, was du durchgemacht hast, glaube ich. Die Schmerzen, die ich durchmache, die waren grauenhaft. Das war jetzt am 8.8., ne, sagtest du. Ja. Ist die Operation vollzogen worden? Ja, ja. Jetzt haben wir November, Mitte, Ende November bald. Wie geht's dir jetzt im Moment? Es geht mir gut. Und so im Alltag, ich glaube, dass es da auch viele Veränderungen gibt, auf die man sich einstellen muss. Ich habe mir vorgenommen, ganz normal weiterzuleben. Also kannst du denn schon eine Prothese tragen? Oder ja, ist das? Ich trage schon eine Prothese. Ich bin in die Reha gewesen und da habe ich das Laufen gelernt mit meiner Lauflernprothese. Ach, so schnell geht das alles. Ja, und die trage ich jetzt im Moment noch. Die andere, die Endprothese, die
soll jetzt demnächst, Ende dieses Monats oder Anfang nächsten Monats soll die fertig sein. Mhm. Nun hört man ja immer von Leuten, die eine Amputation hinter sich haben, dass die so Phantomschmerzen haben. Hast du das auch noch? Ja, das habe ich auch noch. Also als hättest du noch das Bein oder den Fuß dran und hast Schmerzen da drin. Also vom Gefühl her, aber es ist ja nicht mehr so. Ja, das ist richtig. Mhm. Also, das ist nicht unbedingt Schmerzen, das ist so ein Spannungsgefühl, mhm. Das spannt irgendwo. Ist es denn manchmal so, dass du, wenn du morgens aufwachst, dass du denkst, ich habe den Fuß noch? Ja. Und willst den bewegen vielleicht sogar? Und ja. Dann fällt dir ein oder auf, dass er weg ist? Ja, also es fällt einem ganz schnell wieder ein. Ja, klar, ja. Es wäre ja auch makaber, wenn es einem nicht einfallen würde. Ich glaube, da würde ich ganz schnell aus dem Bett fallen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass der Körper auch lange braucht, auch so psychisch sich daran zu gewöhnen, dass da eben ein Stück fehlt von dem Körper, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, geht es mir bedeutend besser als diejenigen, die durch einen Unfall so eine... Das glaube ich. Also du hast 4 Jahre Leidenszeit hinter dir. Ja. Hast jetzt eine gravierende Entscheidung getroffen, das heißt im Sommer hast du die getroffen und bist froh, dass du sie so getroffen hast. Ja. Und ich will auch ein ganz normales Leben weiterführen, ich will wieder arbeiten gehen und nächstes Jahr will ich nach Amerika fliegen. Das habe ich mir vorgenommen in einer großen Gruppe. Ich gratuliere für den Mut. Ja. Aber wirklich, und so muss man es auch machen. Und jetzt nochmal richtig gut leben, ne? Nach den vielen Schmerzen, die du hast ertragen müssen, ist das natürlich eine tolle Sache jetzt. Ja, ich will jetzt nur noch leben. So muss es sein. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir, Domian. Und ihr macht eine tolle Sendung. Danke, Friedel. Tschüss. Tschüss, Domian. André, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, André. Welche Entscheidung ist es bei dir? Bei mir ist es die Entscheidung... Ich bin vor 5 Wochen 480 Kilometer weggezogen von meiner Heimat. Mhm. Ich komme aus Oberbayern und bin jetzt in der Frankfurter Gegend zu Hause. Mhm. Grund war die Liebe und das Produkthaus. Seit gestern bin ich Papa. Aha. Gratulation. Danke. Bloß das Problem ist jetzt, ich habe Heimweh. Nach Oberbayern. Und ich halte es hier nicht aus. Ach, André. Trotz Nachwuchs? Trotz Nachwuchs. Trotz Freundin. Locken die Berge. Es locken die Berge, es locken die Seen, es lockt meine Familie. Mhm. Es ist meine Family, die sagt, bleib da, wo du glücklich bist und so weiter und so fort. Also die sind nicht irgendwie so der Meinung, die müssten mich jetzt zurückziehen. Ja. Machst du beruflich jetzt hier in Frankfurt auch was anderes, als du früher gemacht hast in Bayern? Nee, also beruflich mache ich das Gleiche. Ich bin Marktleiter. Marktleiter? Ja. Und verdiene hier in Frankfurt finanziell also auf jeden Fall mehr als wie in München. Also man kann sagen, dass es die Natur ist, das ist einfach das Heimatgefühl, was du hast. Und es ist die Familie, die dich letztendlich zurückzieht nach Bayern. Ja. Und du jetzt vor welcher Entscheidung stehst? Vor der Entscheidung, ich möchte wieder nach Hause, da, wo meine Wurzeln sind, ja. Nur meine Freundin möchte nicht. Mhm. Wie lange kennst du die Freundin eigentlich schon? Die Freundin kenne ich jetzt seit knapp 11 Jahren. Seit 11 Jahren? Du bist erst 24? Ja. Wo hast du die kennengelernt? Kommt die auch aus deiner Heimat? Nee, die kommt hier aus Frankfurt. Ich komme, wie gesagt, da mit der Gegend. Ja, wie habt ihr euch denn damals als Kinder, als Jugendliche quasi kennengelernt? In Nürnberg. Aha. Wir sind so mittendrin, hatten uns halt einfach kennengelernt und wir haben uns geschrieben und telefoniert und so wie es halt damals so war. Mhm. Und ja, irgendwann ist die Beziehung halt eingeschlafen, weil sie hatte dann ihren ersten Freund, ich hatte meine ersten Freundinnen. Aha. Und so auf gut blöd, sage ich jetzt mal salopp. Hat sie vor 1,5 Jahren halt immer gemeint, sie müsste in ihrem Kleiderschrank stöbern und hat dann alte Briefe von mir entdeckt. Na, das ist eine schöne Geschichte. Ja, und seit jetzt wieder? Halt, da hat sie mir halt geschrieben, ob es mich überhaupt noch gibt. Ja. Ihre Beziehung war am Scheideweg, meine Beziehung war am Scheideweg. Ja. Dann haben wir uns in Rosenheim. Habt ihr gedacht, passt gut? Genau. Wir kennen uns, ist eine solide Bekanntschaft, steckt dahinter. Richtig, genau. Wir kannten uns eigentlich sehr gut, sage ich jetzt mal, von früher. Wir hatten uns alles geschrieben und alles gesagt. Ja. Und ja, gut, dann haben wir uns in Rosenheim irgendwann einmal getroffen, bei ihrer Oma. Aha. Und dann war für uns beide klar, wir gehen zusammen. Aber das heißt, sie hat auch Wurzeln gen Süden, ne? Wenn du sagst, die sie Oma hat kommt Wurzeln gen Süden, und zwar väterlicherseits. Ah ja, das ist ja auch schon mal ganz gut. So, da seid ihr ein Paar
ungefähr anderthalb Jahre, ne? Ja, ungefähr. Richtig, genau. Was sagt denn deine Freundin jetzt dazu, dass du meinst, ich halte es hier in Frankfurt nicht aus, ich will wieder nach Hause? Sie wusste es davor schon. Ich habe davor schon gesagt, das war ein ewiger Streit, wer wohin geht. Mhm. Weil wir konnten uns einfach nicht entscheiden. Keiner wollte nachgeben, ist klar. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das Kind, jetzt muss ich nachgeben. Der Kleine ist unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und ich bin ja nicht ganz unschuldig, dass der Kleine da ist. Ja, ja. Und deswegen haben wir also Fakt ist, dass sie eigentlich nicht gerne dorthin will. Nein. Sie möchte nicht ihre Familie aufgeben. Sie ist in Frankfurt verwurzelt. Für ihren Pferdesport und alles. Mhm. Und ist klar, Frankfurter Rennbahn und was es da alles gibt. Und da ist er halt daheim. Also André, ich kann das gut verstehen, mit dem, dass man so eine Heimatverbindung hat und dass man dann auch Heimweh hat und so. Aber müsstest du der ganzen Sache, auch der neuen Konstellation, nicht ein bisschen mehr Chancen, sprich Zeit geben? Du bist erst vor 5 Wochen, ne, sagst du, umgezogen. Ja. Vor 5 Wochen, das ist ja noch gar nichts. Mhm. Also wenn du jetzt zu mir gesagt hast, ich wohne jetzt ein Jahr hier und ich brenne innerlich vor Heimweh, dann würde ich das viel ernster nehmen. So denke ich mir, okay, das ist jetzt ja der erste Schmerz und das sind die Eingewöhnungsphasen, es ist alles fremd und es ist auch ein starker Kontrast von Oberbayern nach Frankfurt in die Großstadt zu kommen. Warte doch noch ein bisschen. Frankfurt ist ja auch eine schöne Stadt und es gibt eine tolle Umgebung und tolle Natur und Main, Rhein, Wein und weiß ich ja, was. Ja, da hast du recht, aber ich kann nicht. Ich merke, ich gehe kaputt. Ich gehe wirklich kaputt. Aber du kannst doch nach Hause, du kannst doch, so weit ist es ja nun auch nicht, man kann doch immer wieder hinfahren und besuchen. Es sind, gut, klar, es sind 3,5, knapp 4 Stunden. Da bin ich daheim. Ja. Nur ich arbeite von Montag bis Samstag von 5 bis um 8. Ja, also verstehe. Von 5 in der Früh bis abends um 8. Da kann man das nicht so oft machen. Aber ist nicht letztendlich Heimat und Zuhause da, wo man liebt? Wo man liebt oder wo man lebt? Nein, wo man liebt. Wo man liebt. Ja, ist das nicht eigentlich die eigentliche Heimat? Es sollte die Heimat sein, aber wenn das Herz ist da und die zweite Hälfte vom Herz ist da. Und es ist eine Sache von 50-50. Ja. Ich muss aber nochmal fragen, wie das mit der Beziehung ist. Ist das eine richtig tolle, große Liebe? Ja. Ach. Ist es. Sonst wäre ich nicht hierher gezogen. Also gut, sagen wir so, wenn das Kind nicht unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich es mir nochmal überlegt, auf jeden Fall. Dennoch. Aber allein. Dennoch, André, ich finde, dass du noch ein bisschen aushalten musst. Für die Liebe und für das Kind und für eure Familie. Und nicht nach 5 Wochen schon aufgeben darfst. Und was soll ich machen? Du sollst erstmal noch eine Weile dich dazu zwingen, in Frankfurt zu sein und auch dich ein bisschen dazu zu zwingen, vielleicht auch das Schöne an der neuen Umgebung zu sehen und zu entdecken. Und dieses ganze Thema aufzuwerfen, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres. Und wenn du dann immer noch nicht kannst, dann muss man überlegen, was zu tun ist. Aber jetzt noch nicht. Aber zum Entdecken habe ich halt keine Zeit. Na ja, gut, aber die Wochenenden hast du ja nur auch frei. Die Sonntage. Ja, die Sonntage. Na ja, gut. Aber das sind schon die einzigen Tage, die ich frei habe. Gut, das hast du aber nun. Das Problem hast du ja nur auch in deiner Heimat, dass du viel arbeiten musst. Ja. Nee. Nicht so früh die Flinte ins Korn schmeißen, André. Ja, es ist leichter gesagt. Ja, ich weiß, ist klar. Aber die Liebe ist da. Die Heimat ist da, wo die Liebe ist. Ich glaube, das solltest du dir vielleicht auch so ein bisschen vor Augen halten. Also wir telefonieren im Februar nochmal und dann gucken wir mal, wie der Stand der Dinge ist, okay? Dann rufe ich im Februar. Okay. Tschüss, André. Du, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Susanne, 20 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja. Dass ich bei dir mal durchgekommen bin, ist ein Wunder. Ich freue mich, dass du da bist. Und zwar, ich habe schon öfter versucht, mindestens so 20 Mal. Mann. Mindestens. Und jetzt für heute passend zu dem Thema auch. Ja. Und was ist es bei dir? Was ist es für eine Entscheidung? Ja, ob ich jemanden aus meiner Familie anzeigen soll. Oh. Mhm. Was ist denn genau da passiert? Ich wurde über 5 Jahre lang sexuell belästigt von meinem Onkel. Wie alt warst du da? Das hat angefangen, da war ich ungefähr 12,5. Mhm. Und zwar hat er eine Vogelzucht in Seeburg. Ja. Und ich bin dann halt mitgekommen, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht will ich mir ja irgendwann mal wieder einen Vogel holen, weil ich hatte jetzt, also mein Bruder hatte, als wir klein waren, einen Vogel und der ist halt gestorben und da habe ich gedacht, okay, kannst du vielleicht auch lernen, wie man mit Vögeln umgeht und so. Mhm. Aber er hat es irgendwie nur dazu ausgenutzt, irgendwie, um
sich sexuell zu befriedigen. Also zum Beispiel wollte ich da schlafen, weil wir da eine Couch hatten. Und dann hat er mich halt begrapscht an den Brüsten. Und ich musste dann auch mal 4 Wochen bei meiner Tante, meinem Onkel wohnen. Und dann hat er halt jeden Mittwoch, war meine Tante nicht da, die war bei einer Freundin. Dann hat er mich halt ins Bett gebracht und hat mich dann halt zwischen den Beinen gestreichelt und so eine Sachen. Hat er dich auch vergewaltigt? Nee, vergewaltigt körperlich nicht, aber seelisch. Also seelisch, ja. Also er hat dich, also das Körperliche war so, dass er dich angefasst hat, begrapscht hat. Hat er sich vor dir auch entblößt? Und nee, zum Glück nicht. Okay. Also, weil den einen Spruch, den er mal gesagt hat, da wollte ich ins Bad gehen, wollte baden, da meinte er, ja, ich soll ihn mit reinlassen. Da ich sag, du, wenn du wirklich mit reinkommst, dann sage ich das Elke. Und er hat mir nicht geglaubt, weil er genau wusste, dass ich viel zu viel Angst hätte, um mit Elke darüber zu reden, weil ich halt Angst hatte, was leider auch passiert ist, dass sie mir eben nicht glaubt. Das glaubt mir keiner. Also außer meinem Freund glaubt mir keiner. Mein Freund, der ist der Einzige, der mir glaubt. Wie viele Leuten hast du es denn schon erzählt? Also ich habe es einem Trainer erzählt aus dem Juxzirkus. Das ist ein Kinder- und Jugendzirkus. Dann habe ich es meinem Lehrer erzählt, der natürlich nichts Besseres zu tun hatte, als am Abend zu meinen Eltern zu rennen. Was sagen denn? Und den Sprühwarm zu servieren abends. Hast du diesem Lehrer das erzählt, als du noch damals noch jünger warst? Oder? Da war ich noch minderjährig. Da meinte er, ja, er müsste das meinen Eltern sagen, weil ich minderjährig bin und bla bla bla. Ja, aber es ist doch eigentlich auch richtig, dass er es gesagt hat. Ja, okay, bloß, es war vielleicht richtig, bloß ich wusste ganz genau, dass mein Vater ausrasten würde, wenn er das erfahren würde und mich massiv unter Druck setzen würde. Also die Eltern haben es dir nicht geglaubt? Nee, meine Eltern haben mir nicht geglaubt, seine Frau glaubt mir bis heute nicht. Sie meinte mal, ja, wir können uns ja mal zum Eis zusammensetzen. Bis auf dieses Gespräch warte ich seit 3 Jahren mindestens. Die ganze Geschichte ging, du hast gesagt, das fing so mit 12,5 an, mit 12,5 an und ging so 5 Jahre. Das heißt also ungefähr, also bis du 17 warst oder ja, über 17. Ja, 17 war genau. Ich meine, da ist man ja schon fast eine Frau, ja, da ist man eine Frau mit 17. Dass du das dann noch hast über dich ergehen lassen, dass du da nicht irgendwas getan hast oder dass du überhaupt da noch hingefahren bist. Ja, dafür könnte ich mich selbst in ausspeisen, aber er hat mir teilweise auch, wenn wir irgendwo waren, bei der in der Nähe war eine Markthalle oder so, er hat mir dann immer Sachen ausgegeben oder hat mir dann auch Geld gegeben und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, bloß jetzt in letzter Zeit habe ich mir halt gedacht und ist mir bewusst geworden, das wird nicht einfach so Geld gewesen sein, weil ich habe meiner Tante nämlich mal erzählt, dass er mir Geld gegeben hat. Ja, aber trotzdem, lass mich das noch konkreter fragen. Du bist 17 Jahre alt, du warst fast 17. Eine junge, fast erwachsene Frau. Warum bist du überhaupt noch zu diesem Mann gefahren? Und wenn der Mann das dann gemacht hat, wenn er dich dann immer noch angefasst hat, wie hast du da reagiert? Also ich habe ihm gesagt, er soll es lassen. Und warum bist du überhaupt da noch hingefahren? Ja, weil ich hatte gar keine Freunde und die Leute, wo ich dachte, das sind meine Freunde, die haben mich einfach nur verarscht. Mit meinen Eltern habe ich mich teilweise auch nur gestritten, weil sie halt gemerkt haben. Dennoch, das kann ich gut verstehen, aber wenn man so eine Erfahrung gemacht hat über Jahre, ist einem das doch eigentlich ein Grauen, zu so einem Typ zu fahren. Es war, auch wenn es sich vielleicht schockt, es war irgendwie für mich, ja, so eine Art Pflicht. Ich habe irgendwie gedacht, naja, vielleicht komme ich irgendwann da raus, vielleicht kommt. Ich habe das nicht verstanden, ich habe es akustisch nicht verstanden. Eine Art, was? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Es war für dich eine Art? Eine Art, also Pflicht, eine Art Pflicht. Es war für mich irgendwie, mein Körper hat nur noch reagiert, aber ich habe dabei nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, oder dass entschieden wurde, oder dass es sich so ergeben hat, du fährst da nicht mehr hin? Schluss. Weil ich dann mich verliebt habe in meinen jetzigen Freund, mit dem ich bald 4 Jahre zusammen bin. Ah ja. Der ist 8 Jahre älter als ich. Und das ist auch der Einzige, der dir glaubt?
Das ist der Einzige, der mir glaubt. Und jetzt stehst du vor der Frage oder vor der Entscheidung, soll ich den anzeigen, soll ich ihn nicht anzeigen? Und zwar stehe ich vor der Entscheidung, nicht weil ich ihn irgendwie verschonen will, ganz im Gegenteil, aber es geht halt darum, die meisten in meiner Familie wissen davon nichts. Meine Großeltern wissen davon absolut gar nichts. Und der große Teil der Familie weiß davon halt nichts. Und ich habe halt Angst, wenn ich mit meiner Familie darüber rede, von meiner Familie verstoßen zu werden, weil mir halt niemand glaubt. Aber ich finde ja schon sehr schlimm, wie deine Eltern darauf reagiert haben. Mein Vater hat mich auch massiv unter Druck gesetzt. Er meinte, ja, red sofort, du hast es sofort zu erzählen. Am nächsten Morgen total unter Druck und ich habe ihm halt nicht alles erzählen können, weil wenn man unter Druck steht, dann kann man einfach nicht reden. Und Das habe ich auch nicht verstanden. Jetzt der Fall, was hat der Vater gesagt? Du sollst es sofort erzählen? Ja, ich soll sofort erzählen, ja. Ich soll nicht um heißen Brei herumreden. Schließlich wäre es kein Lappalie, sondern es geht um eine Straftat. Aha. Und da hast du es nicht gemacht und deshalb glaubt er es dir nicht, oder wie? Ja, er glaubt mir nicht, weil er meinte, ja, an der Brust berühren wäre keine sexuelle Belästigung. Aha, also du hast dem Vater das dann, obwohl er hat sehr viel Druck ausgeübt auf dich, dann hast du es erzählt, was passiert ist? Nee, nicht alles. Ich hab Teile erzählt, weil ich mir gedacht habe, er glaubt mir eh nicht. Warum soll ich ihm dann alles erzählen, wenn er mir eh nicht glaubt? Warum hast du geglaubt? Er glaubt dir nicht. Wenn er schon so reagiert hat, das ist eine Straftat, erzähl mal, was ist passiert. Warum hast du geglaubt, er glaubt dir nicht? Ja, weil ich meinen Vater kenne, weil mein Vater, der ist in den letzten Jahren so geworden. Der redet nicht mit einem, sondern er befiehlt nur. Und alle Leute... Resultat aus der ganzen Geschichte ist, dass er es dir nicht glaubt oder dass er es runterspielt. Dass er sagt, so ein bisschen an den Busen anfassen oder die Brust ist nicht schlimm. Also, er glaubt mir nicht und ich habe das Gefühl, dass er das irgendwie runterspielt. Und genau, das tut halt so weh, weil wenn die Eltern einem nicht glauben, das wäre... Aber die Mütter reagieren ja in der Regel, manchmal sollte es so sein, oder manchmal hört man es, etwas anders. Ist deine Mutter genauso drauf wie dein Vater? Also meine Mutter, die steht meiner Meinung nach ziemlich unter dem Einfluss meines Vaters. Wenn ich meine Mutter irgendwas frage, dann sagt sie, ja, muss ich erst mit Papa reden. Ich kann. So, das heißt doch eigentlich, dass du von deinen Eltern schon abgrundtief enttäuscht sein musst. Ja, wenn dir ist so etwas angetan worden, für dich ist es eine ganz schlimme Sache, wenn auch keine körperliche Vergewaltigung vorgefallen ist, aber eine schwere seelische Vergewaltigung und deine Eltern wischen es weg oder spielen es runter. Das ist ja schon sehr schlimm. Ich bin der Auffassung, Susanne, wenn du die Kraft dazu hast, das durchzuziehen, dann zeige den an, dann mach das. Und dann nehme auch in Kauf, wenn die Familie so reagiert, wie du es voraussiehst. Der engste Teil deiner Familie, nämlich deine Mama und dein Papa, haben ja schon so reagiert. Aber wenn das alles stimmt, was du mir gerade gesagt hast, was da passiert ist in all den Jahren, finde ich, dass ich sage das immer, wenn die Mädchen, das sind ja meistens Mädchen, wenn die jungen Leute dazu stark genug sind, dann macht es, dann zeigt an. Da würde ich dir aber auch raten, dass du das so ein bisschen in Begleitung mit einer Unterstützung machst. Von Seiten eines Psychologen, vielleicht von einer Hilfsvereinigung, die sich mit solchen Dingen gut beschäftigt, auskennt. Die Adresse von Wildwasser oder so müsste man ja ganz einfach rausbringen. Nee, die kannst du. Ich möchte sowieso, dass du gleich mit meiner Psychologin noch ein paar Wochen redest, mit Anna. Mit der kannst du auch noch ein bisschen weiter beraten und die wird dir auch die entsprechenden Adressen geben. Damit du, wenn du es machst, auch einen guten Rückhalt hast. Okay. Ja? Du legst bitte auf und die Anna ruft dich sofort an. Okay. Oder in ein paar Minuten, ich weiß nicht, vielleicht in ein paar Minuten. Okay? Okay, dann danke ich dir, Domian. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Die Sendung vor dieser Entscheidung habe ich Angst. In der Technik war und ist noch Gudrun Hausen. Morgen sind wir auch wieder da. Morgen Nacht ist Freitagnacht. Das ist eine obligatorisch offene
sende, Nacht. Da könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. 0 Uhr, ich sag's nochmal, um 0 Uhr sind wir immer schon da. Das heißt, die Leitungen sind geschaltet, da könnt ihr anrufen. Es ist einfacher durchzukommen als während der laufenden Sendung. Und um 1 sind wir dann da, hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.